Wir befinden uns hier im Kurpark von Bad Dürnberg, hoch über der Saale gelegen. Und hier wurde am 4. Mai 1934 durch den Arbeiter Engel das Skelett der Schamanin von Bad Dürnberg entdeckt. Es wurde dann vom Restaurator Henning vom Landesmuseum ausgegraben und befindet sich seitdem im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle. Dieser Kurpark hier sieht natürlich heute ganz anders aus als vor 9000 Jahren. Aber vor 9000 Jahren war das hier eine ideale Jagdposition. Die Schamanin war also an einem landschaftsprägenden Ort bestattet. Und eins ist auch vollkommen klar: Das ist ein Ort, der immer wieder aufgesucht werden konnte. Die Schweifgebiete der Mesolithiker waren nicht sehr groß. Und das Grab der Schamanin war mit Sicherheit während der ganzen Zeit, in der ihre Gruppe hier jagte, bekannt. Das wissen wir vor allem durch die zweite Grube, in der die Hirschgeweihe gefunden wurden. Die zeigen, dass das Grab zumindest über 600 Jahre den Menschen bekannt war, dass also die Schamanin, und das ist das erstaunliche Ergebnis, über 600 Jahre hier an diesem Ort verehrt wurde. Danke, Herr Siegel. Schön, Sie zu sehen. Hallo. Ja. Jetzt sehen wir uns wieder am Fundort. Und ich bin so ein bisschen desorientiert. Das Grab war doch hier, nicht? Und ich erinnere mich noch, dass hier der Kabelgraben war. Und das Grab war ja damals, 1934, nur so mit dem Maßband verortet. Das ist immer etwas unsicher. Wie schwer war es denn für Sie, das Grab zu finden, und wie hat das funktioniert? Also wir waren uns auch unsicher, wie genau dieser skizzenhafte Plan ist. Die Bestattung selbst ist bis auf den Schädel nicht eingezeichnet. Ja. Vermerkt es allerdings noch eine Schicht gebrannten Lehms innerhalb der Grabgrube. Ganz interessant, ganz spannend. Das ist eine Skizze des Grabes im Profil. Auch hier ist wiederum der Schädel eingezeichnet und die Höhe der mit Rötel angereicherten Füllerde im Grab. Außerdem ist der Bodenaufbau, also das komplette Bodenprofil von den Wegeschottern über dem dunklen Mutter- oder Humusboden bis in den Sedimentboden hinein gezeichnet. Wir haben ja eine Entfernung von 36 Meter zur Wegecke angegeben. Wir wussten auch nicht, hat sich irgendetwas gestalterisch verändert. Und haben also aufgrund des Planes unseren ersten Schnitt von 4x5 Meter angelegt und haben tatsächlich gleich nach Abtrag der obersten Wegschotterschichten nach ca. 10 cm diesen Leitungsgraben genau in dem Bereich, wo er liegen sollte, finden können. Super, das ist ja fantastisch. Das heißt, das Grab war hier und konnte auch hier dann lokalisiert werden. Sie haben praktisch wieder in dem Leitungsgraben Rötel gesehen, der damals wieder verfüllt wurde. Genau, wir haben den Leitungsgraben gesehen, wir konnten auch kleine Rötelstückchen erkennen. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht sehen konnten, war das Grab selbst bzw. eine Grube, mit der man letztendlich das Grab ausgegraben hat. Das ist etwas, was uns da doch etwas erstaunt hat. Wir haben praktisch im Leitungsgraben die Reste des Rötels gesehen, aber oben nichts, weil sie ja später herausgestellt hat, dass die das Grab gar nicht von oben ausgegraben haben, sondern in den Leitungsgraben gekrabbelt sind und seitlich praktisch ausgekoffert haben. Genau, das ist etwas, was man wahrscheinlich gemacht hat, weil man wenig Zeit zur Verfügung hatte. Es war sozusagen die effizienteste Methode, diese Bestattung, die angeschnitten war, wo man die Funde zum Teil entnommen hatte und schon gesehen hatte und dann einfach in der Kürze der Zeit auf diese Art und Weise alles zu entnehmen. Zumal man bedenken muss, es waren ja noch mehrere Befunde angeschnitten in diesem Leitungsgraben, nicht nur das Grab. Und ihr konntet das Grab ja dann im Labor ausgraben, indem ihr einfach einen Block genommen habt. Woher haben Sie gewusst, wie groß der Block sein soll, damit Sie nichts vom Grab abschneiden? Gewusst haben wir das natürlich überhaupt nicht. Was wir schon wussten war, dass wir im Bereich der oberen Bodenschichten, wo wir davon ausgegangen sind, dass noch Grabgrube erhalten ist, wir nichts erkannt haben. Wir haben nichts gesehen. Wir mussten also damit rechnen, dass wir eine Grabgrube haben, die sich
gar nicht oder wenn überhaupt nur sehr subtil abzeichnen wird. Und damit wir genug Referenzfläche haben, um etwas zu erkennen, haben wir im Grunde genommen den Block oder die Blöcke so groß wie möglich bemessen, was halt noch logistisch zu leisten war. Und wie haben Sie eigentlich diese Grube mit den Masken entdeckt und wie lag die im Verhältnis zur Schamanin selbst? Also die Entdeckung erfolgte dabei, dass wir ja die Blöcke freistellen mussten. Wir haben ja den Bereich um die Blöcke herum gegraben, wie man das eigentlich auch bei mesolithischen Fragestellungen macht, nach Viertelquadratmetern, um die Blöcke dann für die Bergung freizustellen. Und dabei ist verhältnismäßig dicht unter der Oberfläche kamen Reste von Knochen und Geweih, also Schädelreste eines Hirsches zutage. Wir konnten uns aber zu dieser Zeit nicht mit dem Thema beschäftigen, haben den Bereich erstmal wieder verschlossen, um ihn dann im Folgejahr näher zu untersuchen. Also das wurde praktisch ein Jahr später geborgen, aber eben sorgfältig dokumentiert und ebenfalls im Block in das Labor gebracht und eben nicht zerstört, sondern ganz, ganz sorgfältig ausgegraben. Genau, wir haben im Frühjahr 2020 mit den Untersuchungen dieser Fläche begonnen. Wir haben auch hier wieder die Situation angetroffen, dass wir zu den Funden im Boden eigentlich optisch keinen Befund erkennen konnten. Obwohl wir eine ausreichend große Fläche in die Untersuchung einbezogen haben. Und wir waren auch nicht in der Lage, das Ganze aufgrund der Situation archäologisch zu datieren oder auch nur eine Arbeitshypothese zu entwickeln. Und letztendlich haben wir dann entschieden, um die Situation abzuklären durch die große Nähe. Also die Grube lag ja nur etwa einen Meter entfernt von der Grabgrube der Schamanen. Das ist natürlich eine Befundsituation, die schon nahelegt, dass es einen Zusammenhang geben könnte. Und deswegen haben wir das alles auch im Block geborgen. Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich, denn wir haben ja sonst keine mesolithischen Funde und wir haben ja riesig flächig untersucht, praktisch jede Baumpflanzung, mehrere Kilometer Wege haben wir untersucht und haben eigentlich nirgends Mesolithikum gefunden, außer an dieser Stelle. Und dann noch, wir gehen davon aus, dass die Schamanin hier zur Saale blickte und dann noch praktisch direkt gegenüber. Also es müsste schon ein unglaublicher Lottogewinn-Zufall sein sozusagen, dass das ein paar hundert Jahre später zufällig da gemacht wurde. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, also die Situation ist schon sehr auffällig. Wie Sie gerade gesagt haben, wir haben wenig mesolithische Funde insgesamt und im Grunde genommen konzentriert sich das eigentlich alles auf diesen Bereich um die Bestattung herum. Ja, weil ja wahrscheinlich, als die Bestattung angelegt wurde, etliche Leute hier waren und das natürlich hier die Hauptaktivität war. Sagen Sie mal, die Topografie, Sie waren ja Monate hier und haben ausgegraben. Die Topografie ist ja ganz eindrücklich. Das sieht hier sehr flach aus. Aber im Grunde ist das eigentlich hier eine scheinbar flache Landschaft. Aber die fällt ja hier ganz stark zur Saale ab mit dem Prallhang, nicht? Und das ist ja eigentlich so eine ideale mesolithische Jagdsituation, nicht? Dass man so einen Überblick hat über ein Gewässer, die Mesolithiker jagen im Gewässerbezug. Ja, wie beurteilen Sie so diese Topografie hier und wie haben Sie das so erlebt in den Monaten hier? Da haben Sie viel mehr gesehen als ich jetzt immer bei den kurzen Besuchen. Ja, Sie haben gerade diese flache Geländesituation beschrieben. Dazu muss man natürlich sagen, wir haben gerade hier durch das Gradierwerk sind die Beobachtungsmöglichkeiten in diese Richtung stark eingeschränkt. Wenn man sich auch das sächsische Meilenblatt aus dem um 1800 anschaut, ist erkennbar, dass wir einerseits hier am Hang sehr flache Erhebungen hatten, vielleicht nur einen halben, dreiviertel Meter hoch, die ansatzweise heute noch im Gelände erahnbar sind. Und eine ähnliche Situation auf der anderen Seite des Gradierwerks. Wir befinden uns zwar auf einer verhältnismäßig flachen Fläche, wo wir kaum Gefälle haben, aber wir befinden uns in einer Senke. Es ist eine ganz leichte Senke und das hat unter anderem wahrscheinlich dazu geführt, dass wir hier anders als sonst auf dem Bereich urgeschichtlicher Siedlungen in Hangsituationen kaum Bodenerosion hatten und wir eigentlich auch damit rechnen müssen, dass sich die Geländesituation vom Oberflächenniveau seit dem Mesolithikum nicht so stark geändert hat. Und da auch hier die agrarische Nutzung aus vorindustrieller Zeit stammt und hier kein maschineller Pflug eingesetzt wurde, sind sozusagen die
Eingriffe in den Boden und auch die Erosion, anders als auf Flächen, die wir sonst haben, eher gering. Also anders gesagt, hätten wir hier Ackerland gehabt, dann wären wir hier mit einem ordentlichen Pflug durch, hätten sich zum Beispiel die flachliegenden Hirschmasken wahrscheinlich nicht so gut erhalten. Auf jeden Fall, denn sie liegen zum einen sehr oberflächennah und das bedeutet natürlich, dass alle Eingriffe in den Boden verstärkt dazu führen, dass natürlich auch Feuchtigkeit, Frost und so weiter und natürlich auch Erosion stärker auf solche Funde auswirken. Ist ja überhaupt ein Wunder, dass die nach mehr als 8000 Jahren so gut erhalten sind. Sie sind ja eigentlich ziemlich weich gewesen, keksartig, sagt der Restaurator, und sie mussten heftig restauriert werden. Aber die Schamanin selbst war ja sehr viel besser erhalten. Die lag natürlich tiefer. Genau. Also zu den Funden der beiden Hirschmasken wäre noch zu sagen, es ist ja innerhalb der 8000 Jahren, auch nach dem Mesolithikum, viel passiert. Wir haben hier Besiedlungsphasen im Neolithikum, in den Metallzeiten, Bronze- und Eisenzeit und auch im Mittelalter. Und das haben wir hier natürlich auch beim Graben in der archäologischen Befundsituation deutlich gespiegelt. Das heißt also, um diese Grube mit den Hirschmasken herum haben wir zahlreiche archäologische Befunde, meist Gruben bis ins Mittelalter, die teilweise ganz dicht an diese Grube mit den Hirschmasken herangeht und auch von oben her sehr knapp darüber liegen. Also, aber keine hat sie gestört? Der obere Bereich der Grube ist gestört und sicherlich ist auch die zum Teil etwas schlechte Erhaltung der Geweihsprossen gewissermaßen diesen Eingriffen geschuldet. Also sie haben die Erhaltung sicherlich beeinträchtigt. Aber eben die Masken nicht zerstört. Die Masken nicht zerstört. Zur Bestattung selbst, da haben wir natürlich die Situation, die Grabgrube ist wesentlich tiefer eingetieft. Wir liegen also bei etwa 1,40 Meter gemessen von der heutigen Oberfläche. Das heißt, wir sind in einem Bereich, wo der Boden mit Kalk angereichert ist, was natürlich vor allen Dingen für die Knochenerhaltung super ist. Wir haben eine hervorragende Knochenerhaltung. Und außerdem ist es so, wir sind natürlich außerhalb des Bereiches, wo Bodeneingriffe bzw. bodenchemische Vorgänge, Mikroorganismen und so weiter hier zur Veränderung und zur Schädigung am Befund führen. Also deshalb ist die Schamanin fast besser erhalten als Skelette aus dem Mittelalter, die wir finden. Wie war es eigentlich um die Schamanin, um die Grabgrube herum, da haben sie ja gegraben, da haben sie ja immer noch mesolithische Aktivitäten gefunden, die ja eigentlich nur mit der Bestattung zusammenhängen können. Wir gehen sehr stark davon aus. Wir haben zwar anders als bei den Funden, die wir aus dem Grabzusammenhang haben, die aber sekundär in den Leitungsgraben gelandet sind, wo wir Rötelspuren haben, haben wir also hier Funde, die wir nicht direkt dem Grab zuordnen können. Es ist kein Rötel daran, die aber, weil es sich beispielsweise um durchbohrte Tierzähne von Wildrinderformen handelt, eindeutig dem Mesolithikum zuordnen können und die im Grunde genommen in ihrem Vorkommen so selten sind, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit nach in den Bestattungskontext gehören. Naja, weil er die Grabgrube mit Rötel ausgestattet wurde und gefärbt wurde, und das offenbar natürlich außen noch nicht geschah. Also das Grabumfeld wurde nicht gefärbt, sodass wir hier die Dinge ohne diesen Rötel entdecken. Der aber natürlich aufgrund der Funde dazugehört, auch ja die Steingeräte. Wir haben ja auch ein Steingerät wahrscheinlich zugehörig bei den Masken gefunden. Ja, also wir haben in der Grube der Masken eine Unterlegplatte, eine Arbeitsplatte aus Sandstein, die grob zugerichtet wurde und die ein sogenanntes Narbenfeld hat. Also das sind praktisch Spuren, die entstehen, genau, wenn man Steine bearbeitet oder auch organisches Material wie Knochen und so weiter. Außerdem befanden sich zwei geschlagene Steinartefakte in dieser Grube. Das ist also einmal ein recht scharfkantiger Quarzabschlag und ein Feuersteinabschlag. Also auch das hier kulturell sozusagen beeinflusst. Und man muss sich mal hier vorstellen, 500 oder 600 Jahre nach der Bestattung der Schamanin kommen dort zwei Schamanen oder Schamaninnen und wissen noch, dass die Schamanin hier bestattet ist. Das muss gekennzeichnet sein, man muss noch einen Hügel sehen, man hat vielleicht einen Pfahl, den man immer wieder ausgewechselt hat. Und die kommen hierher und die machen eine Grube und die weihen und ihre Masken und legen die nieder
Und das ist kein Zufall, denn heute ist ein kalter Tag, aber 6350 vor Christus, um diese Zeit herum, haben wir ein Ereignis, dass ein nordamerikanischer See aus einem riesigen Gletscher nochmal ausbricht, ein Eissee, und den Golfstrom sicherlich so behindert, dass wir einen Temperatureinbruch haben. Und in dieser Situation legen die beiden Schamanen diese Masken hier nieder. Und das Fantastische ist eigentlich, dass man nach vielen, vielen Jahrhunderten noch eine Erinnerung an die Schamanen hat. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, an diesem Ort zu sein, der heute scheinbar unspektakulär ist, bis man an die Terrassenkante tritt und dann sieht, in welch eindrucksvoller Lage die Schamanin dort lag und immer wieder aufgesucht und immer wieder verehrt wurde.